Hallo und willkommen zu einem weiteren Tag der 30-Tage-Blog-Challenge. Heute sprechen wir darüber, wie du einen Blogpost erstellen kannst, um deinen neuen Lead-Magneten zu bewerben, damit du deine Liste aufbauen kannst. Was wir heute behandeln werden: Wie kommt man auf Content-Ideen, die deinen Lead-Magneten verlinken, und wie man ein Bild für deinen Lead-Magneten erstellt, damit sich die Leute mit ihrer E-Mail anmelden können. Nun, da du weißt, was dein Lead-Magnet ist, kannst du Blogartikel schreiben, um ihn zu bewerben. Dies solltest du nicht nur einmal tun, denn du solltest lieber erwägen, mehrere solcher Blogartikel zu schreiben, die dir helfen, die Wahrnehmung für deinen Lead-Magneten zu erhöhen. Der nächste Schritt in deiner Blogging-Reise besteht also darin, mit den Blogartikeln, die du schreibst, strategischer zu werden. Du kannst deine Blog-Einträge nutzen, um die Leser bewusst dazu zu bringen, sich in deine E-Mail-Liste einzutragen. Hier geht es um das Bloggen mit einer unternehmerischen Denkweise. Du kannst beginnen, indem du die Arten von Content-Ideen brainstormst, die dazu beitragen können, Menschen zum Herunterladen deines kostenlosen Lead-Magneten zu führen. Schaue dir einmal an, was du bereits als Lead-Magnet erstellt hast. Dann ziehst du 3 bis 5 Schlüsselpunkte heraus, die du darin aufnimmst. Diese 3 bis 5 Kernpunkte können auch 3 bis 5 Blogbeitragsthemen sein. Nehmen wir zum Beispiel an, dein Lead-Magnet ist eine Liste mit den unverzichtbaren Grundlagen für dein Homeoffice. Deine Kernaussagen waren allesamt Grundlagen, um Unordnung zu beseitigen, und Organisationstechniken für geeignete Verwendung von Artwork, um deinen Raum harmonisch zu gestalten, spezielle Farben auszuwählen und so weiter. Alle diese Themen können individuelle Blogposts sein, um wirklich einen Tipp in ganz ausführlicher Form zu teilen. Es ist für die Leute verlockender, dann deinen Lead-Magneten als kompletten Guide herunterladen zu wollen. Du kannst auch einen Blogbeitrag verfassen, der diese Schritte umreißt, aber nicht alle Details verrät, sondern sie einfach aufzeigt. Dann bewirbst du deinen kostenlosen Download, wenn sie mehr darüber erfahren wollen, wie man es macht. Wenn du also die ersten Themen gefunden hast, die zu deinem Lead-Magneten führen können, kannst du den Blog nutzen, um eine Vorschau auf den Inhalt des Lead-Magneten zu geben. Vielleicht gibt es dem Leser den ersten Schritt zu dem, was du im Lead-Magneten oder in der Vorschau davon teilst oder lehrst. Du solltest sie dazu anregen, den Lead-Magneten herunterzuladen, um eine detaillierte Anleitung zu erhalten, wenn sie dir ihre E-Mail dafür geben. Als nächstes erstellst du ein Bild für deinen Lead-Magneten. Ein schönes Design zu haben, um es zu vermarkten, wird helfen, Menschen anzuziehen, darauf zu klicken. Um ein Bild für deinen kostenlosen Lead-Magneten zu erstellen, kannst du Canva verwenden. Achte darauf, den Titel deines Lead-Magneten anzugeben, sowie das Format, in dem es vorliegen wird. Wenn es zum Beispiel eine Checkliste, ein Template oder ein Videotraining ist, dann fügst du einen Button mit einem bestimmten Handlungsaufruf hinzu, wie zum Beispiel: Hilf mir dabei, Ruhe und Frieden in mein Homeoffice zu bringen. Heute haben wir darüber gesprochen, wie man einen Blogbeitrag schreibt, der deinen Lead-Magneten bewirbt. Du wirst mit ein wenig Übung den Dreh herausbekommen, mit einer Business-Mentalität zu bloggen. Es braucht nur ein wenig Vorplanung, bevor du tatsächlich anfangen kannst zu schreiben. Das war's für heute. Jetzt mach die Challenge von heute und wir sehen uns morgen.